Herzlich willkommen zu unserer Airless Discounter Videoserie. Heute geht es um die Graco ST Max 395 und die Auswahl und Montage der Filter und Siebe an diesem Gerät. An der Graco 395 sind drei Filterstufen verbaut. Das ist zum einen das Sieb im Ansaugbereich. Zum zweiten ist es das Hauptfiltersystem. Und zum dritten ist es der Filter im Griff der Pistole. So, das Ansaugsystem sorgt dafür, dass keine Verschmutzungen mit ins System gezogen werden. Also vor allem, wenn man im Außenbereich arbeitet, ist das ganz relevant, weil da immer mal ein Blatt oder vielleicht auch ein paar Steinchen mit in die Farbe kommen können. Und da besteht die Gefahr, dass die angesaugt werden und dann zu Beschädigungen im Gerät führen, also am Kolben oder an den Packungen oder Ventilen. Deshalb ist es immer ratsam, das Ansaugsieb montiert zu haben. Die zweite Filterstufe befindet sich hier im Hauptfiltersystem. Der Hauptfilter lässt sich zur Reinigung oder auch zum Austausch leicht entfernen, indem man hier einfach den Verschluss öffnet. Sollte das mal etwas fest sein, kann man hier auch sehr gut den Schlüssel ansetzen. Man nimmt dann einfach den Filter und kann den hier ganz leicht einfach abziehen, reinigen oder gegebenenfalls dann einen neuen Filter draufsetzen. Das Gerät ist neu, deshalb ist hier noch etwas Konservierungsmittel am Filter. Wenn der Filter gewechselt ist, schließt man einfach das System, zieht handfest an. Das reicht im Regelfall aus. Die gängigsten Filter für den Hauptfilter sind die schwarzen, Maschenstärke 60, vor allem für Dispersionsfarbe, auch Dispersionsfarbe im Außenbereich zum Beispiel, sowie die blauen für feinere Materialien oder auch Innendispersionsfarbe wären die geeignet. Ein weiterer Filter sitzt im Griffstück der Pistole. Der sorgt vor allem dafür, dass es keine Verstopfung im letzten Bereich gibt, also kurz vor der Düse, und dass die Düse möglichst verstopfungsfrei arbeiten kann. Den Filter zu entnehmen ist relativ einfach. Man öffnet einfach hier unten den Bügel, dreht ihn nach oben, und normalerweise sollte der Griff handfest sein, das reicht aus. Sollte es mal doch mit Farbe verschmutzt sein, kann man hier auch mit dem Schlüssel ran. Man schraubt auf und kommt hier zum Filter, kann den Filter ganz bequem entnehmen, reinigen oder ersetzen, wieder einstecken, einfach das Griffstück dagegen, zudrehen, den Bügel unten wieder einhaken lassen und die Pistole ist wieder einsatzfähig. Der Filter ist ebenfalls in Maschenstärke in Maschenstärke 60 oder Maschenstärke 100, auch sogar noch in Maschenstärke 180 verfügbar. Die gängigsten sind aber die 60er und die 100er. Ich hoffe, ihr habt einen Überblick über die Auswahl und Montage der Filter und Siebe an der Graco ST Max 395 erhalten. In folgenden Videos geht es auch um die Auswahl der Düse, die Inbetriebnahme, Reinigung und Pflege des Geräts sowie die Beseitigung von Betriebsstörungen. Solltet ihr Fragen zu diesem oder zu anderen Geräten haben, postet uns oder schaut an unserem Forum vorbei. Bis bald.